Hallo und herzlich willkommen zu Tag 8. Ja, wir starten heute in... Na. Ach ja, Kniestand. Im Kniestand. Ja, hier wieder das Ding, wenn ich knien kann. Zack. So, okay. Auf die Plätze. Fertig, schön langer Rücken, Arme drücken wir nach hinten und los geht's. Schön die Schulterblätter zur Wirbelsäule ziehen. Bauchnabel fest, ihr kennt das. Die Handflächen drücken nach hinten, die Arme gestreckt. Halbe Minute noch. Richtig schön in den Rücken reinarbeiten. Anspann hinten, die Schulterblätter zur Wirbelsäule. So, noch 15 Sekunden. Letzten 10. Und nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Jetzt ablegen diese Koordinationsübung. Einmal mitdenken. Rechten Fuß, linken Arm zum Fuß. Ich schaue meinem linken Arm hinterher. Dann wechsle ich. Fuß, Arm. Immer über Kreuz. Und dann sieht das Ganze so aus. Eine Übung für den kompletten Rücken. Wenn du nicht an den Fuß drankommst, ist nicht schlimm. Hauptsache, du machst so ein bisschen diese Links-Rechts-Bewegung mit dem Oberkörper und arbeitest hier immer das Bein so ein bisschen nach oben. Komm, 20 Sekunden noch und probier es eben über Kreuz da dran zu kommen. Und die letzten 10. Zweite Übung geschafft. Jetzt kommt die hohe Plank und da ziehen wir den Ellenbogen nach oben im Wechsel. Ja, auch hier wieder die Ansage, wenn das nicht geht, mach Grundposition. Achtung, los geht's. Ellenbogen hoch, zack. Hochziehen, ausatmen. Noch 20 Sekunden, komm, die schaffen wir noch. Und die letzten 10. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Bauchlage. Füße wieder lang abgelegt, das ist immer Standard. Daumen nach oben, rechter Winkel. Achsel, rechter Winkel, Ellenbogen, bisschen hoch und dann schiebe ich mich nach links, nach rechts. Ich halte die Arme hier in dieser, ich sage immer, Fernseherposition. Jetzt würde ich hier so einen Fernseher tragen, so einen Rechtwinkel. Oder ich schiebe eine Kiste hin und her. Die habe ich hier an den Seiten gegriffen und dann schiebe ich. Po-Spannung. Komm, 15 Sekunden noch. Dann wechseln wir in die Rückenlage. Rücken soweit fertig und machen Bauch. 5, 4, 3, 2 und zur Mitte. Geschafft. Rückenlage. Jetzt drücken wir nur in Anführungsstrichen, die Knie wollen ran und ich drücke die mit den Händen weg. Und los. Kräftig drücken, 45 Sekunden. Du kriegst richtig Spannung in den Bauch, ne? Die gegeneinander drücken, Handflächen, Knie oder hier Oberschenkel, Knieansatz. Komm.
kommen. Es muss richtig im Bauch ziehen. Aber zieh den Bauchnabel ein. Lass ihn nicht hoch. Der will sich auswölben, weiß ich. Aber halt dagegen. Atmen. Komm, drücken, drücken, drücken. Spannung in den Bauch. Gleich vorbei. Noch ein bisschen. Komm, 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 bis zum Schluss. Gleich kommt es. Ja, super. Warte, ich guck. Sit-ups und dann vorne die Füße, die Zehen berühren, damit du oben nochmal so einen richtigen Crunch kriegst. Du darfst ruhig mit den Armen ein bisschen Schwung holen. Ja? Hoch ausatmen. Also, hoch und hier zack an die Füße. Hier wirst du mal rund bleiben, um dich rund abzulegen. Ja? Ist das schon wieder Übung 6? Komm. Ich habe das Gefühl, wir werden schon richtig stark jetzt in der Körpermitte. 15 Sekunden noch. Richtig atmen, halbe Miete. 5, 4, 3, 2, 1. Boah, das war jetzt schwer am Ende. Tiefe Plank und das Becken links und rechts kippen. Und dann haben wir noch eine Übung. Also, tiefe Plank. Ich kippe mein Becken ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Schön langsam, mit Spannung. Letzten 20 Sekunden jetzt, komm. Bleib dabei. Die letzte Übung ist dann nochmal in Rückenlage. Und nur noch 10 Sekunden jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Rückenlage. Wir hatten ja diese Frog-Beine, diese Froschbeine, so nach außen. Ne? Jetzt haben wir die auch da, ziehen die aber beim Crunch mit hoch, die Ellenbogen Richtung Knie. So, zack und weg. Zack und weg. Die Knie sind außen. Ich hoffe, man sieht das hier. Ja, die sind nicht hier so wie sonst. Oh, die sind offen. Komm, probier dein Becken ein bisschen mit hoch zu rollen. Das ist unheimlich schwierig hier mit den nach außen gedrehten Beinen. Aber da, jetzt sind wir ja auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Tag 7. Nee, 8. Tag 8 ist doch heute. Komm, hoch ausatmen. Was. Oh, das war jetzt wie, ja, die machen wir auch nicht so oft. Alles, was man nicht oft macht, kennt der Körper nicht die Muskeln direkt anders. Gut, bis morgen zum Tag 9. Ciao, ciao.